Das, was ich hier mache, machen 100 Millionen Menschen jeden Tag. Sitzen, vor allen Dingen im Büro, aber auch in der Freizeit. 11,5 Stunden sitzt der Europäer durchschnittlich pro Tag. Das sind 80.000 Stunden in einem Arbeitsleben. Jetzt könnte man natürlich sagen, was ist daran schlimm, wenn man sitzt? Ist ja eigentlich ganz bequem und man kann dabei entspannen und trotzdem arbeiten. Aber unser Körper sieht das völlig anders. So zeigen uns die neuen Daten, dass vor allen Dingen der Stoffwechsel Leistungsfähigkeit drastisch eingeschränkt wird durch Sitzen. Wir haben Studenten untersucht, die länger als 45 Minuten gesessen haben, top leistungsfähig in ihrer Physis und haben gesehen, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt, dass das Enzym Lipoprotein-Lipase reduziert wird und der komplette Stoffwechsel reduziert bleibt. Das heißt, durch diese Dauersitzposition verändert sich der Stoffwechsel in der Art, dass wir quasi im Sitzen zunehmen, ohne dass wir irgendwas essen. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Dreierregel anzuwenden, nämlich alle 30 Minuten für 3 Minuten aufzustehen. Dann verändert sich der Blutzuckerspiegel wieder positiv, die Enzymatik kommt wieder in Gang, die Fettverbrennung kann funktionieren. Das ganz Wichtige dabei, es trifft auch den Sportler. Der 2-3 Mal die Woche ein Ausdauertraining oder Krafttraining durchführt und sich bisher immer sicher fühlte, keine Treppe nehmen zu müssen, ist genauso betroffen wie der unsportliche Dauersitzer. Aus der Sicht ist das Sitzen das Schlimmste, was wir uns antun können, und das Plädoyer muss heißen, alle 30 Minuten aufzustehen, zumindest für 3 Minuten.